Die TuS Dassendorf muss heute ohne ihren Trainer Jean-Pierre Richter auskommen. Dennoch sollte das letzte Spiel vor Weihnachten eine einfache Aufgabe für Martin Harnik und Co. werden. Zumindest auf dem Papier. Der Meindorfer SV ist abgeschlagen auf Tabellenplatz 9 und konnte mit 8 Zählern in 14 Partien bislang nicht wirklich glänzen. Dassendorf, heute von Orlando Rodriguez gecoacht, wird versuchen, die schlechteste Abwehr der Liga so schnell wie möglich auszuhebeln. Meyendorf in Gelb von rechts nach links, wie erwartet, sofort defensiv gefordert. Möller. Gut gesehen. Harnik! Unfassbar, 13. Minute, das 1:0 durch den Österreicher, sein 24. Saisontor im 14. Spiel. Und das war sein linker Fuß, weil Aksoy den Abstand so groß hält, kann er den Ball hier so trocken platzieren. Immer wieder viel Platz für Dassendorf. Harnik für Maggio. 2:0. Nur 10 Minuten später macht es sein Schwager. Mattia Maggio, 6. Saisontor. Ist bislang bei jedem Oberligaspiel dabei gewesen. Hier macht er das ganz cool. Hoxha, der Torwart, mit einem Freistoß. Fataler Fehler. Maggio, 3:0. Das ging verdammt schnell für alle Beteiligten. Mattia Maggio macht das richtig stark. Braucht nur einen Ballkontakt, um diesen Fehler von Hoxha eiskalt zu bestrafen. Hier sehen wir es nochmal. Der Freistoß nach einem vorausgegangenen Offensivfoul von Harnik und Maggio ist hellwach. Unfassbar bitter, dieser Doppelschlag für den Keeper und sein Team, das nun das erste Mal nach vorne zu kommen scheint. Zakawal aus der zweiten Reihe, der Deutsch-Afghane mit der besten Chance der Meindorfer in der ersten Halbzeit. Harnik kommt noch an den Ball. Maggio lässt durch für Möller. Jetzt kann Hoxha mal eingreifen. Eine sensationelle Aktion von beiden Seiten. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Ein strammer Schuss. Der Torwart reagiert hier gut. Nach 45 Minuten pfeift Yannick Möller dann pünktlich zur Pause die Nachspielzeit heute aus sportlicher Sicht nicht gebraucht. Dennoch, das Team von Hakan Yavuz kämpft sich nochmal rein. Ayim für Touré. Mustafa Touré, ein guter Versuch, der Ball rechts am Tor vorbei. Und dann kommt wieder Dassendorf, Sven Möller, 4:0 nach 76 Minuten. Der 31-Jährige mit seinem 7. Saisontor, sein starker Linker, unwiderstehlich beim Abschluss. Gut platziert, nichts zu halten für den Keeper. Der eingewechselte Strömer über rechts setzt sich da clever durch. Maggio, 5:0. Nur 2 Minuten später folgt prompt der nächste Treffer, Mattia Maggio mit einem lupenreinen Hattrick. Der Deutsch-Italiener heute sehr auffällig mit seiner Leistung, platziert den Ball hier unhaltbar erneut. Und Dassendorf macht jetzt weiter. Strömer, Harnik und Möller. Sven Möller, 6:0. Und schauen Sie mal auf die Uhr. Wir sind jetzt in der 79. Minute. Das ist der 3. Treffer innerhalb von 3 Minuten. Eine unfassbare Statistik. Möller setzt sich hier sehenswert gegen Ark und Zakawal durch. Und dadurch geht Dassendorf hier auf eine sensationelle Torjagd. 80. Minute. Es geht immer noch weiter. Der nächste Steckpass. Diesmal für Harnik und auch der geht rein. Das 4. Tor innerhalb von 4 Minuten. Meyendorf wird regelrecht und wortwörtlich überrannt. 7:0. Er kann einfach nicht aufhören zu treffen. 25. Saisontor, das hier auch ein wenig vom Rasen profitiert. Dennoch feinfühlig gemacht. Meyendorf versucht's nochmal mit Ahmed Ak und Atef Zakawal, aber auch der bleibt hängen. Es soll heute einfach nicht sein für die Gäste. Jetzt haben sie auch einfach nur Pech. Dassendorf spielt weiter munter auf. Gutschinski gegen Ajim.
Und auch das gibt einen Elfmeter. Die Chance auf Saisontor 26 für Harnik. Macht er nicht! Toxer hält immerhin das. Meyendorf verhindert hier das achte Gegentor. Dennoch offensiv kann man hier nicht mehr viel ausrichten. Die TuS Dassendorf gewinnt pünktlich nach 90 Minuten mit 7:0 gegen den Tabellenneunten. Feiert das mit Trikotverlosungen und Glühwein. Den gibt es aber nicht für den Hattrick-Torschützen Mattia Maggio, denn der steht bei Jesse Klich. War heute natürlich was Besonderes. Unser Trainer war heute nicht da und unser Co-Trainer hat das heute übernommen. Ich muss sagen, hat er sehr gut gemacht und er hat die Mannschaft hier in Meindorf schon letzte Woche beobachtet, hat das gut analysiert, was deren Stärken und was deren Schwächen sind und haben das tatsächlich gut umgesetzt, was er von uns wollte und hat sich dann am Ende auch wieder mit dem Ergebnis wieder gespiegelt. Und damit geht die TuS Dassendorf auch ungeschlagen in die Weihnachtszeit.